Ich vermute, das war zu laut und damit zurück zu Lück in Assetto Corsa Competizione. Nicht, dass hier jemand einschläft. Ja, die kleine Ausfahrt vorhin in ACC hat es mir ein bisschen angetan. Auch das, sagen wir mal, ein bisschen rumspielen mit den Kamerageschichten, weil, Damen und Herren, habe mich schon etwas dazu verleitet, jetzt ein weiteres Video zu produzieren. Mit einer neuen Kamera, mit einer neuen Kamera, iPhone, entsprechenden Einstellung. Wobei, ne, ganz ehrlich, auch hier an der Stelle, Herr Löblich, Webcam, iPhone, also Back-Camera, not the front. And, kann auch an der Belichtung liegen, also die Kamera ist ja quasi so und iPhone ist so. Aber so richtig super toll finde ich die iPhone jetzt nicht, im Gegensatz zu this quality. I have to test it in Ruhe. I have to test it in wirklicher Ruhe. Ja, wie gesagt, der ACC hat es mir angetan, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich fand das übrigens mit dieser Lenkradkamera hier, ihr seht es ja, ne, in diesem Teil, nicht ganz so schön, nicht ganz so prickelnd. Von dem her bin ich wieder umgeschwenkt auf this one and I will have a look what will happen. Und wie schon angekündigt, ACC hat es mir angetan, ich mache eine kleine, aber feine neue Karriere. Ich mache mal ein bisschen leiser das Mikro. Und wenn es nur ein Dezibel ist, Decibel. Automatic Gearbox disabled. Idle line disabled. Duration. Short. What is short? What is the meaning of short? Yes. We stay on short. It's okay. Oh. Hi there. I'm Mirko Bortolotti. Hi, Mirko. Ach komm, jetzt übertreib nicht. Blank Bang. Aha. The career mode of Assetto Corsa Competizione, the official video game of the Blank Bang GT Series. Aha. You have been granted the access to the Lamborghini Youngster Program at the Legend. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Ach so, jetzt muss ich tatsächlich. Ach, auch wieder genau das fahren, was ich schon mal gefahren bin. You are now part of the bla bla bla. Warum sind das eigentlich immer nur 6, 5 Gegner? Weiß ich nicht. Ich fahre auch völlig unverändert. Ich möchte mir nur kurz das Cockpit so einrichten, dass mein Dash, ihr seht meine Finger, ne? Dass mein Dash quasi genau das echte Dash überdasht. Verstehst du? Verstehst du, was ich meine? Oh. Deswegen hätten wir gesagt, wir gehen zu View Settings. Reducen. Aber wenn ich die. Das. Das ist eigentlich mein Lenkrad. Das hatte ich doch eingeschalten. Lateral. Lateral. Ist geil. Es geht. Du. Pff. Oh, weißt du? Was ist, wenn es auf 0 steht? Ich glaube, so ist es gut, oder? Jetzt machen wir das Lenkrad noch an. Pitchen. Ey, du alte Pitch. Jetzt machen wir das Lenkrad noch an. Milch. LKW Gamma, LKW Smooth. Ist nicht witzig. Okay? Ja, Entschuldigung. Both. Both. Buff. Beef. Both. Buff. Zeig mal her. Safe. Bist doch immer noch viel zu hoch, oder? Warte mal. Das ist doch immer noch viel zu hoch. Du alte Schrulle. Ha, oder? Ist es so besser? Wie tief ist das Lenkrad bitte schön da? Puh.
is clear. The conference all around. Be careful. Schön, schönes, knackiges FFB. Darf ich eigentlich kein Licht anmachen? Ich glaube, das geht mir so ein bisschen auf den Zeiger, dass das Lenkrad jetzt eingeblendet ist. Ich stelle es mal wieder aus. Hidden? Hiddensee. Mirror. Ach, da kannst du hier noch den Scale einscalen. Ja, dann reicht ja 10. Triple White Dash Bums die Babster. Projection Correction. Ah, guck mal. Der macht da Fischauge draus. Ja, ich verstehe. What is this? Also ich frage mich gerade, ob das eventuell nicht sogar die Ansicht ist, auf der ich fahren sollte. Warte mal. Gibt es hier noch andere? Ah, ach so. Oh, die ist ja auch geil. Oh. Zieht ihr das? Oh, das ist, da wird mir ja gleich übel. Das ist ja wie VR, nur ohne VR. Was? Ach du Scheiße. Das ist ja wie Schiff fahren. Nur ohne Schiff und Wasser. Ist ja nicht. Das ist nicht schön. Das ist nun wirklich. Aber ist schon geil, was du hier für Möglichkeiten hast. Also du und du. Ah, hier. Das ist ja herrlich. Zieh dir das mal. Aha. Warte mal, das ist natürlich jetzt. Da bin ich jetzt ein ganz kleines bisschen irritiert. Yellow flag. Auch nicht wegen mir. Green flag, all clear. Ah, geil, oder? Der Sound. Mega. So, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen Mühe geben. Das klappt nämlich sonst nicht ganz so. Gut. Oh. Es ist schon wirklich, also ich glaube, mit meinem gefährlichen Halbwissen und der Erfahrung, also der Erfahrung, die ich in die ich in diversen Simulationen habe, mit Simulationen habe.
würde ich sagen, dass das hier schon eine sehr, sehr realistisch, also nah am Realismus befindliche, wirklich, diesen Namen hat dieses Stück Software auch verdient, Simulation ist. Ich übersetze 5 Minuten. Und ich gebe Löbi recht, schon nach einer Runde merkst du Temperatur in den Reifen, in den Bremsen. Es ist ein wirklich verändertes Fahrverhalten. Saugeil simuliert, sag ich mal. Hier muss ich mehr durchlaufen lassen, als zwischendurch schon Gas zu geben. Hier auch. Aha. Das ist ja nicht schlecht. Oh, erstmal schon trinken. Ja, mit meinem Bremspedal. Ach so, ihr seht das schon wieder nicht. Ich habe ja noch nichts geändert. Entschuldigung. Ja, ich habe eine dauerleichte Bremswirkung in meinem Pedal. Herr Heusingfeld, Herr Nils Heusingfeld, can you hear me? Spät geschalten. Da potzeln sie die Hundertste, die Zehntel und Hundertste. Weg sind sie. An die Konfiguration der Bremse. Warum? Warum das Auto so rutschig wird auf den Curbs, da möchte ich doch wirklich nochmal hinterfragen, ist das in Wirklichkeit auch so oder ist das nicht ein bisschen übertrieben? Also natürlich habe ich keine Ahnung und ich wüsste auch, könnte mir jetzt auch nicht erklären, warum es in Wirklichkeit so sein sollte, wenn es so wäre, aber wenn es so ist, ist es halt so. Ja. Komm, wir legen mal eine vernünftige Runde jetzt hin. Du kleiner Knut, halt mal die Klappe jetzt. Wie ich wieder alles rausquetschen wollte auf den letzten Meter und deswegen mich verbremst habe. Klasse, wirklich klasse. Also 100 ist definitiv zu spät, zumindest mit meiner
Einstellung. Ach, meine Ruhe. Kann ich noch eine Runde fahren? Wird ja noch gewertet? Doch nochmal alles gut machen vielleicht? Mist! Ja, da war ja keine gute Runde dabei, ehrlich gesagt. Das war ja nix. Shame on you, Mr. Mafiusen. Ja, Lübi, sein Teamkollege. Schnot Mafiusen. Der könnte ein Bruder von mir sein, aber... Wir kontinuierlichen die Kontinuität der kontinuierlichen Karriere im Zeitkontinuum. Was? Test the following difficult preset with carrier mode difficulty. Was? Was? Bin ich so schlecht? Driving assists allowed? Ja, yeah. I don't wanna. Don't want to have. Was? Nee, Mann, Alter. Weg damit. Zack, alles weg. Komm. Realism enabled. Limited. Klingt gut. Und starten wir das Event. Was ist das? Wieder Monza? Riechen. Im Riechen. Uiu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 
Da waren sie wieder, die Kahn-ähnlichen Effekte, Reflexe, Effekte. Ja, ich weiß jetzt, die Kamera vom iPhone. Hm. Vielleicht probiere ich das nochmal mit einer anderen Kamera. Ich habe ja noch ein paar andere Kameras. Das wäre dann quasi der gleiche Bremspunkt. Zu viel Traktionskontrolle. Hier merkst du jetzt beim Regen richtig, wie der Curb richtig glitschig ist. Glitch on the Curb. Reifentemperaturen sind noch ein bisschen, nennen wir es mal, unterkühlt. Das zählt. Wo ist mein Stick? Hier ist mein Stick. Warte mal, gehen die Blinker? Das ist noch nicht aktiviert. Immer mit Bedacht, Herr Mathiesen. Ja? Mhm. Ja. Blinker? Doch, aber ich hab's nicht belegt. Wie eine Zunge. Echt? Dann geht's ja. Oh. Stress mich nicht. Vielleicht sollte ich bei Regen einfach nicht auf den Curb fahren. Was hältst du denn davon? Und macht's gleich wieder. Was ein Spack. Da scheine ich jetzt ganz gut durchgekommen zu sein, also für Anfänger. Ist auch Quatsch, ne? Fährt er hier Lamborghini mit einem Mercedes? Schürt. Fast. The guy behind
left has just done a 207 on 27. Weiß denn jemand, ob ich die HUD-Elemente hier frei anordnen kann in ACC? Falls ja, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Da ist keiner. Und eine Frage habe ich auch noch zusätzlich. Die beantworte ich mir aber gleich selbst wahrscheinlich. Nämlich, kann man auch im GT4 eine Karriere starten? The guy behind has just done a 206.68. Da endlich mal einen vernünftigen Exit gehabt. Der Drift zum Schluss war jetzt nicht förderlich für die Gerade. Gerade bei der Geraden. Okay, okay, okay. Schön, schön. Wir kontinuieren. Ah, der da so rumwackelt, das bin ich. Confirm. Was? Achso, Test 3, okay. Ja. Muss ich das wieder jetzt alles einstellen? Nö. Genau. Start Event. Start the Event. Ja? Okay.
In this night driving test, you will be evaluated based on your facet lab, but always remember the first priority is to drive consistently. Avoid incidents or cutting the track. Be safe and have fun out there. Press confirm. Ich fahre einfach ohne irgendwas hier am Setup zu machen. Licht will er haben. Zündung. Yes. Limiter. Flasher geht auch. Wie fahren wir hier eigentlich? Warte mal. Ich würde ja gerne mal. Ich fahre mal in Diamond daher. Das sieht so geil aus. Aha. Das ist schon richtig cool gemacht, ey. Hey, das ist schon richtig cool, Herr. Entschuldigung, manchmal denke ich, ich bin allein. Also die Bremse, die ist echt scheiße, weil guckt es euch... Achso, ihr könnt es nicht... Ja. Ich wollte, dass er vorne bleibt. Aber ich finde das Gas gerade nicht. Oh, hier ist es. Ja. So machen wir das. So, Concentration. Oh. Wer ist das eigentlich vor mir? Das ist Ezekiel. Mit Vorname. Schön drüber gerumpelt. Lights. Ach so, der hat kein Fernlicht oder was? Ja. Es ist komisch, weil ich hatte zwischendrin irgendwann mal, als ich mit Josef Hambitzer ACC gefahren bin, da hatte ich sowas von überhaupt kein Gefühl für das Auto und konnte nichts mit dem Force-Feedback anfangen. Also keine Ahnung, ob das jetzt der Fanatec-Treiber ist, der geupdatet wurde, oder ein paar Updates bei ACC, die das jetzt ausmachen. Aber ich fühle einfach alles wieder.
macht schon richtig Spaß, so close zu fahren. Das muss man doch schon mal hervorheben. Wie geil in ACC dann der Nürburgring, die Nordschleife, diejenige. Wäre. Habe ich jetzt ein bisschen gecuttet? Oder was? Oder wie? Gecuttet? Oder irgend? Schön durchsliden. Weil beim Sliden verliert man ja nicht so viel Zeit. Hä? Der ist doch verrückt, der Bursche. Schalte. Punkt. Oder auch. Ey. Du. Pets. Verpasst. Ich übersetze 2 Minuten. Kein Problem. Das war abzusehen, weil der liebe Knut nicht richtig gebremst hat. Und trotzdem interessant zu sehen, dass ich trotz dieses Fehlers hier mit einem negativen Delta aus der Schikane rauskomme. Ja. Irgendwo habe ich anscheinend einen Knopf. Also, ja, anscheinend ganz viele Knöpfe, aber anscheinend ist alle mit der Funktion Licht belegt am Lenkrad, was ich nicht wusste. Aha. Sector 2 times, okay.
Ich glaube, bei der letzten Schikane kannst du hier volle Latze über die linke Seite. Also die, den Großteil des Autos hinter der weißen Linie über die linke Seite drüber schicken. Ah, fuck, der Schlenker, der hat's jetzt. Ja, schönen Tag nochmal, Damen und Herren. Ja, mhm. Ja, okay, haben, ha. Kontinuierlich gehen wir voran. So, was haben wir hier? Ja, wir können uns nur GT3 Autos aussuchen, right? Porsche. Oh, du kleiner Porsche. Ja, Lübi wollte ja den AMG nicht nehmen. Er hat ja meinen ehemaligen Jaguar genommen. Das ist aber so ein formschönes Auto, Leute. Das ist einfach nur... Oh ja, ich nehme dafür den... Wobei, ne, der Audi, der hat mir ja auch immer so rickety-dicke Spaße gebacken. So rickety-dicke. Was gibt's denn für McLaren? Nur den 7, nee, den will ja keine Sau haben. Der ist auch gut hier. Die ersten. Und der Porsche ist natürlich auch immer wieder geil. Ich fahre den ja persönlich sehr, sehr gerne. Le Porsche. Aber ich bin den AMG, ehrlich, bin ich den schon mal überhaupt gefahren? Ich weiß es gar nicht. 2015, sagt man bei uns im Eichsfeld. 2015. So, pass auf, Lübi. Ne? Du weißt, wer mein Teamkollege wird. Ist klar. Ist klar. The why he lost the focus. Matthiessen. Motor. Sport. Car number. Is the, I want to say, is 122. And my teammate, one, is Heißt der so? Nee, mach mal sowas nicht hier. Wir machen es anders. Wieso verliert denn immer den Fokus hier aus dem... So. Creating the team. Konnte ich mir jetzt eigentlich ein Design aussuchen? Das ist alles unverändert, das bestätige ich so. Jawohl, passt. Konnte ich mir jetzt eigentlich ein Design aussuchen an der Stelle? Oder muss ich mit dieser hässlichen Lackierung fahren? Fragezeichen.com.
Tja, hier ist das Lenkrad wieder an, nicht? Warte mal kurz, warte mal. Hier ist das Lenkrad wieder an. Wollen wir das versuchen anzulassen? Licht. Was ich nicht verstehe. Suaeli, auch nicht. Aber unter anderem auch nicht. Ich hatte ja die ganzen... die ganzen... Toggle Wiper. Toggle Wiper. We do it on this. Cycle Wiper. We do it on this. Okay. Entschuldigung. Next Dash Page. Dash Page. Cycle Secondary Display. Okay, ich verstehe einfach mal alles. Was haltet ihr davon? Ist doch wahrscheinlich keine schlechte Idee, oder? ABS und den ganzen Firlefanz lassen wir so. Increase, achso, die habe ich unten drauf. Das lasse ich da auch. Cycle Light Stages, den lassen wir Flasher. Cycle Light Stages. Rain Light, Rain Light. Left Indikator, Right Indikator. Man könnte auch sagen, Blingo. Die Blinker, sage ich mal, ja. Look back, das ging schon. Das ist das. Das ist aber. So, dann müssen wir aber soweit durch sein. Ja. So, und jetzt möchte ich auch meine Light Stages auch cyclen können. Naja. Wie wäre es eigentlich mit Handschuhen? Wäre keine schlechte Idee, oder? Und wie wäre es mit Zündung? Wo sieht man das eigentlich? Ah, da. Mhm. Ihr seht es nicht, ne? Tut mir leid. Eigentlich tut es mir nicht leid. So. Eins machen wir nochmal ganz kurz. Jetzt machen wir mal ganz kurz und zwar gehen wir mal in die Controls und das geht hier an dieser Stelle nicht. Naja, dann kommen wir noch mal ein bisschen zurecht mit der Bremse. Kommt Chaka. Alles klar, weiß ich Bescheid. Jo, danke und Gruß. Licht, Pit. Oh, leckerer Sound. Der AMG. Wieso ist denn hier auch Brake Bias drauf? Your exit's clear. Don't cross the white line. Oh, geil, ey. Hey, Herr. Voll geil, ey, Herr. Der AMG. Oder wie Löbi sagt, ist ein deutscher V8. Also er hat ja nicht Unrecht damit, aber er wollte eigentlich sagen, es ist ein deutsches Muscle Car.
Ja, ja. Gefällt mir aber ganz gut an der Stelle. Soll das sowieso eine meiner totalen Lieblingsstrecken. Für alle, die es nicht wussten. On your left. Clear left. Nachvollziehbar. Track temperature is increasing. It's now 29 Celsius. Okay. Ah, fährt sich wirklich richtig gut, das hier fährt hier. Wir mussten wirklich jetzt mit dieser hässlichen Lackierung losfahren, ne? Das ist so. Ja. So, gleich mal blinken. 2 Minuten to go, 2 Minuten. So, jetzt fahren wir wenigstens auch das passende Auto zum Shirt mit Öl. Apropos Shirt, ich habe vorhin entdeckt bei YouTube, oder wie es auf Afrikanisch heißt, Iturbe, sage ich immer, dass ich Shorts machen kann. Ich kann Shorts machen. Also ich kann jetzt, also klar kann ich auch Schurz machen, aber ich meine jetzt nicht Schurz, sondern Shorts. Also Shorts, Shorts mit etwas Material. Das meine ich nicht, ich meinte tatsächlich Shorts, diese kleinen Kurzvideos, die so, ja, so ein bisschen Instagram-like sind oder so ein bisschen TikTok, Toktik, Tuktuk, was weiß ich. Ich bin auch viel zu alt für den Kram. Lass mich in Ruhe. Ja. Das macht einen mega Spaß. Ich rühre es dir an, das Fass speist. Aber wie lange du hier irgendwie im Windschatten von einem anderen Auto fahren musst, bis du irgendwie mal einen Safety-Bums wieder kriegst, oder? Also ich fahre die ganze Zeit wirklich nur so nah hinter dir hinterher, damit ich endlich auf die 80 wieder komme. Oder zählt das in der Practice gar nicht? Und ich mache das völlig für Umme. Oh, I like this Kombi. AMG and Zolder. Left side, clear left. That's the pit entry line. Look out for the pit speed limit. Okay. Also ich liebe dieses Dash von Dennis Rodman. Sau gut gemacht, super übersichtlich, ganz klar informativ, nicht überladen, schick. Lob an dich, lieber Dennis Rodman. Komm runter, Knut, komm runter. Escape. So, qualifying würde ich sagen.
Zwei Qualifyings in zwei Rennen. Uiuiuiui. Wie lange sind wir denn schon on air? 55 Minuten schon. Das müssen wir jetzt aber noch durchziehen. Ihr versteht, was ich meine. Wo geht's denn hoch? Hallo? Hier. Aber so hoch sitzen die gar nicht, Knut. Nee? Nee. Okay. So, pass auf. Setup. Wir bleiben bei der Safety-Geschichte, tanken aber einfach nur ab. Wir gehen auf 25 Liter. Hope das langt. I hope das langt. And driving out. Also, Checkliste. Licht, Zündung, Pit-Limiter, Start. Hinten an der Boxenmauer noch schnell die Werbung angucken. Oh, ein Boatley. Oh, warte. Ein Boatley hinter mir. So, hier die schicken V10s vor uns. Ich mach mal Folgendes. Brauche ja auch ein bisschen freie Fahrt. Car left. Clear left. Es ist wieder so, dass mich das Lenkrad irritiert. Ich versuch's eigentlich jedes Mal, aber irgendwie. Es irritiert mich, ich weiß nicht. Also das Virtuelle, ihr wisst schon. Viel Traktionskontrolle. Machen wir mal 5-5. Ich weiß, das war scheiße, aber ich habe noch ein bisschen an der Sitzhöhe geschraubt gerade. Ich sag doch, das Lenkrad nicht. Das, nee. Ich muss das ausmachen. Du hast immer so ein bisschen das reaktive Gefühl hier mit. Safe und jetzt probieren wir es mal ohne. Dann nochmal einen runter. Was ist denn eigentlich Map 2 oder 3? Also warum steht er im Standard-Setup auf Map 2, wenn es doch von 1 bis 3 geht? Also gerade ein Qualifying würde ich doch erwarten, dass es auf der bissigsten Motoreinstellung steht. In 2 wird es ja ganz sicher nicht sein, wenn es 1 und 3 gibt.
brakes are getting pretty hot. Ach so, die Session ist schon vorbei. Danke, danke, danke. Das freut mich, dass dir das gefallen hat. Hier, Knut Matthijs mit dem Zweitfahrer, Herr Tadelig. Next Session. Ach, wir haben wirklich so eine voll hässliche Lackierung, meine sehr verehrten Herrenschaften. Qualifying 2, was ist jetzt der Unterschied? Okay, das passt noch, das lasse ich auch so, habe mich ja jetzt dran gewöhnt. Ja. Also wegen dem Motormapping könnte mich mal irgendjemand aufklären, ehrlich gesagt. So, Zündung, Light, Pit, Start. Ich lasse es auf 2. Halt! Track's clear. Push, push, push. We have 4 minutes to set a lap. We need to get some heat into these brakes. Muss doch als erster raus, Bub. Oh, satt das V8 Gebrubbele. Nice. Achso, das müssen wir natürlich noch ein bisschen umstellen hier. Ich gehe jetzt mal wirklich 3. Ja, ich weiß, es ist die Outlet. Ein bisschen warm fahren, schadet doch nichts. Du spürst richtig aufgrund der Lichtstimmung, ich rede ja mal sogar über Lichtstimmung, du spürst richtig wegen der Lichtstimmung, dass es warm draußen ist. Du merkst es. Ich hoffe doch, dass es warm ist. Wahrscheinlich steht hier irgendwo minus 16 Grad. Alle lachen sich kaputt. Da kann man noch mit dem zweiten. So, auf geht's. Wieso hatten der keine Aufblende? Früher schalten. Ich bin immer so einen kleinen Tucken drüber, habe ich das Gefühl. Und das macht mich langsam. Ich muss wirklich ganz dringend mal Urinat ausströmen. Und ja, da kann ich auch nicht so.
Gunner, 138.00. Sector 1 time is good. Your brake temps look good. Da ist noch so viel Luft nach oben. Uiuiuiuiui. Wieso streicht mir die Runde nicht? Ich war doch drüber, oder? Fuck. Jetzt probier. Ach, warte mal, ich probiere noch eine. Komm. Das schaffe ich noch bis zur Ziellinie. Eine letzte. Gerade noch so drüber gekommen. Sector 3 times okay. Drei Zehntel. Nee. Nee. Ich darf ja nicht abbrechen. Ich fahre weiter. Um den Professionalitätsbonus zu erhaschen. Ich stelle mir die Frage. Oh. Ich stelle mir die Frage, ich bin völlig unkonzentriert, macht aber nichts. Yellow flag. Ob ich auch mit einer 2er ABS fahren könnte? Clear. Incident clear. Dann riss mal die Kurve, die Schikane hier schön hart an. Eigentlich besser, glaube ich, ne? Ich glaube, die Traktions... Kontrolle könnte auch auf 2 runter. So, warte mal. Mhm. 2-2 ist, glaube ich, ganz gut. Seit wann hat der denn einen Fuel Calculator? Mach ich. Oh. That's the end of the session. No position. Well done, mate. Oh, Herr Tadel ist gefahren. Escape. Warte mal. Ah, aua. Nee. Babette. Babette, Babette, Babette.
Da bin ich wieder. Back from the human pit. You know what I mean. Back from the human pit. Der Dennis hat mich vor kurzem gefragt, ob ich, Dennis Rottmann, der hat mich vor kurzem gefragt, ob ich nicht ein bisschen zu tief das Lenkrad habe. Und wenn ich das runde Wheel dran habe, dann bin ich fast Nase mit der Oberkante vom Wheel. Da finde ich das soweit passend und okay. Aber wenn ich mir jetzt das Bild hier so ansehe, könnte es eigentlich schon, aber wenn die, also ein bisschen höher könnte es schon sein, ne? Würde ich sagen. So, komm, wir gucken mal. Wir gucken mal. Kann man hier Riplunga machen? Riplöne? Nicht? Schade. Dries Fantor. Okay, Bonus and Medals. Gold Medal. Finish the race on the podium. Silver Medal. Finish the race sixth or better. Also sechster oder besser. Ja, und so weiter. Hammer Time. Score 100% world laps. Das wird nicht klappen bei mir, denn ich werde mich mindestens 453 Mal verbremsen. Ich muss... Ach so. Muss ich auch einen Fahrerwechsel vornehmen? Naja, keine Ahnung. Schade. Tschüss. 25 Liter werden ja wohl nicht reichen. Ich fahre 20 Minuten. Da haben vorne. Ich fahre mal mit 40 los. 2,5 Liter pro Runde. Ich habe keine Lust auf Rechnen. Da bin ich doch ganz knallhart. So. Pedale. Fuß passt soweit. Zündung, Licht, Start. Mache ich. Kann ich schon voll auf dem Pinsel stehen? Ist jetzt weiter zu scheißen? Ich werde den Start komplett versemmeln. Achtung. Doch nicht. Okay, danke. Ich weiß, ich habe noch TC und ABS auf 6. Aber niedriger als 3 werde ich auch im Rennen nicht gehen. Und in der ersten Runde lasse ich es jetzt erstmal auf dieser Safen-Einstellung. Warum steht denn da? Achso, weil das Pitwindow noch nicht. Good start. Keep it up. Danke. Okay, ich ändere es doch schon. Es ist immer ganz wichtig, was zu behaupten und dann 2 Sekunden später das Gegenteil zu machen. Map 2, also das mit der Motor-Map muss ich mir nochmal reinpfeifen, was das beim AMG für eine Bewandtnis hat.
probiere es mal mit ABS 1. TC2 ist schon vielleicht... Naja, guck mal. Die bremsen sich auch eine halbe Stunde zu früh schon, ne? Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Zwei, drei Klicks nach hinten. Das war zu spät. Da hätte man auch dritt rumdüsen können, im dritten. Passt eigentlich so, oder? So viel zu meinem Trackday in Automobilista auf der NOS. Obwohl, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ahoi! Du merkst hier richtig, richtig. Warte mal. Ich weiß gar nicht, was ich da in der Phase da hatte. Also momentan merke ich das ganze Ding hier richtig geil. Das ist natürlich völliger Blödsinn, wenn ich so einen Quatsch mache, ja? Das ist nur Spaß. Freunde der Sonne. So, wann geht denn das Witpindo auf? Ah.
Hallo Apex, tschüss Apex. Schade, dass wir uns heute nicht gesehen haben. Driver Swap, okay, was? Hit Windows open, ja, okay. Was soll ich jetzt machen? Ach so, wahrscheinlich ein Treiber. A Driver auswählen. Aber was ich auch komisch finde, das Pit Windows Open, aber auf der Anzeigetafel steht nichts. Die Boxeneinfahrt ist ja eigentlich relativ geil, wenn du die. Wenn du die Schikane falsch anbremst oder dich irgendwie vertust, kannst du eigentlich gleich direkt geradeaus rollen, wenn es gerade ins Fenster passt. Ich gehe jetzt auch in die Box. Muss ich noch irgendwas machen? Da musst du bei diesen Gegenpendlern musst du aufpassen. Nicht, dass der. Ich gehe jetzt in die Box. Mal gucken, ob das soweit funktioniert und klappt und tut und macht. Das war ein bisschen zu schnell, denke ich. What's your speed? Select your driver. Ja, okay. Ah, das ist doch scheiße. Irgendeinen Knopf habe ich gerade gezwirbelt. Der ist nicht richtig belegt. Scheiße. Ich change gar nichts, würde ich sagen. Select Driver. Ja, tadelig. Das ist gut, weil Knut fährt gerade. Und. Achso, change Tires muss ich machen. See. Okay, verstehe. Aber hier habe ich irgendeinen Knopf belegt, der mir den Pit-Limiter ausgemacht hat. Die dumme Sodi. Geil. So, zeig mal her. 1 Stunde 26. Uiuiuiuiui. Aber wir haben es ja gleich. Penalty for speeding in the pit lane. We've got 3 laps to serve this penalty.
Das war die falsche Belegung. Aber na gut, ist ja nicht schlimm. Stop and go, Sir. 30 Sekunden soll ich stehen bleiben. Da ist ja Silvester in der Zeit. Am besten ich mach das gleich, oder? Okay. Am Ende dieser Runde werde ich reingehen. Mache ich. Gleich nicht mehr, wenn ich 30 Sekunden in der Box stand. Aber doch nicht mit der Strafe, Junge. Watch your speed limit in the pits. Mal gucken, ob ich schon wieder zu schnell reingefahren bin. So. Da geht gleich der erste an mir vorbei, Will Stevens. Ich brauche ja schon eine halbe Stunde, bis ich am Boxenplatz bin. Dann soll ich noch 30 Sekunden stehen. Eieieiei. Zählt es schon? Ich weiß, das darf ich eigentlich gar nicht, richtig? Ja. All clear on pit exit. You can push now. Push now. Catch up here. Vorletzung. Yes. Marcello in, the gap is 1.7 seconds. They're pretty slow into the hairpin.
Nach 2 Minuten. Ah ja. Zwei Klicks runter. The track temperature is increasing. It's now 31 Celsius. Car left. Hold your line. Clear left. Good pass. Komm, gib mir noch eine Runde. Miliko! Scheiße, schon letzte Runde, ne? Ah, fuck. Gerade ist es interessant geworden. So ein bisschen durchs Feld zu zwirbeln. Metal. Nein. Pole Position. Hammer Time habe ich auch 0 Punkte. Ach so, weil ich wahrscheinlich die... Ach, das ist aber tadelig. Also das ist ja tadelig. Wieso habe ich das eigentlich so weit? Nein. So, jetzt kann ich es besser machen. Denn jetzt starten wir nochmal in das zweite Rennen und das möchte ich bitte. Was muss ich machen? Hallo? Pitstop wieder mal 20 Minuten. Setup. Sieht gut aus, bleibt so, alles klar. Legen wir los. You're in pole, get ready, time to focus. Side's clear.
So wenigstens ist meine SA wieder auf 80. Okay. Zweiter Gang ist. Ach, muss ich nochmal gucken. Müsste man mal ins Motec gucken, ob man hier trotz der niedrigeren Drehzahl nicht vielleicht sogar doch besser rauskommt. Also hier bin ich mir fast sicher, dass der zweite der bessere Gang ist. Diese letzte Schikane hier vor Startziel zu fangen. Soweit. Ein Stück zu schnell reingegangen. Okay.
Okay, krass. Ja, gleich mal Schwenker hinterhergesetzt und sie die schnellste Runde. Wäre zwar einfach, wenn es so bliebe. Wenn es auf dem Niveau bliebe. Kann man gleich mal einen Schwenker einbauen. Hat noch nie, glaube ich, eine 1.30.9. In Solder geschafft. Glaube ich aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Ach, ja. So, ab in die Pox. Diesmal hoffentlich ohne Fehler. The gap to Marciello behind is increasing. It's now 18 seconds. Ab in die Poxen. Diesmal nicht mit verbremsen und diesmal bitte auch keinen Fehler. Look out for the pit speed limit. Da ist schon jemand. So, ja, nicht hochschalten, nirgendwo drankommen, einfach fahren. Alter Rumpelbude, hier, du, sag ich dir, oder? Hör auf. Du auch. Du sowieso. Figo. Als ich früher nach Rennen gefahren bin in den ACC, ist aus meiner Sicht der Boxenstopp. Der immer relativ gut gelaufen ist, aus meiner Sicht, sage ich mal. Das waren die Punkte, wo ich extrem viel Zeit verloren habe. Also locker mal so 10, 15 Sekunden, obwohl ich jetzt keinen Punkt gesehen habe, den ich noch super viel, also vielleicht der Anbremspunkt, also bis zur Linie die Geschwindigkeit. Achso, da muss ich jetzt... Sowas ist das. Okay. Da kann ich drüber. Nein, sowas war es nicht. Aber sowas war es. Pitlimiter ewig drinnen lassen. Okay, alles klar. Hab 2 Verbesserungspunkte gefunden. Tschüss, schönen Tag noch. So, das war schon mal fehlerfrei. Also straffrei, wollen wir mal sagen. Fehlerfrei war es lange nicht. Ich kann euch ja zwischendurch mal eine kleine Geschichte erzählen.
Ober. Ja? Ich würde gerne meinen Kaffee zahlen. Hat es denn geschmeckt? Ja, ja, sicher, wie immer. War lecker. Also, wie lange kommen Sie denn eigentlich schon hierher? Ach, Jahre, Jahrzehnte, 15 Jahre oder was? Ich trinke ja immer den Kaffee hier. Ja, ja, ich kenne Sie ja sehr gut. So, macht 2,60. Ja, wie immer hier 5 Euro, stimmt so. Nee, mit Bargeld, das geht jetzt nicht mehr. Okay, wieso? Kann ich leider nicht sagen. Aber wie gesagt, Bargeld geht leider nicht. Du kannst jetzt nur noch mit Essensmarken oder altem, rostigen Besteck bezahlen. Ey, hör mal zu, das ist doch Quatsch. Ich will dir für 2,70 hier, gebe ich dir 5 Euro bar und dann hat sich die... Nee, nee, das geht nicht mehr. Ja, aber kannst du mir sagen, warum? Na, das sind interne Prozesse. Die kann ich dir nicht sagen, aber das, du kannst jetzt nur noch mit Essensmarken bezahlen. Wer sich jetzt wundert, Alter, der Matthiesen hat so einen an der Haube. Stimmt. Hat aber nichts mit der Geschichte zu tun. Die Geschichte trug sich tatsächlich so zu. Nur ersetze Herr Ober mit, na sagen wir mal, etwas anderem, wo man was kaufen kann. Und ersetze Essensmarken durch Amazon-Gutscheine. Diese Spasten. Entschuldigung. Ich bin, ohnehin ab letzter Woche ein Freund von... Kann nicht mehr bei Amazon bestellen. Weil, aus Prinzip einfach. Ist ein interner Prozess bei mir. Kann ich leider nicht sagen. So, 6 Minuten. Keine Fehler beim Boxenstopp. Wir sind immer noch auf... Platz 1, Nummer 1. Und mal gucken, ob wir diesmal diese Hammer-Time-Geschichte mitkriegen. Weil so einen richtigen, eine richtige Track-Verletzung hatte ich, glaube ich, nicht. Da hätte ich jetzt fast gedacht, das war einer. Oh nein. Die Kameraeinstellung. Also die hier gefällt mir noch nicht so ganz. Geht's euch auch so? Ja, ja.
Scheiße. Five minutes sollte passen. Few remaining while. That's 2 minutes left. 2 minutes. Da sagt das gerade. Ich liebe es. Also ich finde es richtig geil gerade. Wirklich. ACC macht Bock im Moment. Kann sich bei Knut aber in den nächsten 10 Minuten wieder ändern. Und auf einmal später wieder Project Cars. Oder Automobilista 1. Oder gar nichts. Oder fährt mit Timo in der Nordschleife im Race Room. Oder gar nichts. Da vorne ist ein Auto, kann das sein? Jetzt bin ich ganz... Jetzt bin ich ganz von der Rolle. Achso, ja, ich sehe es ja auf meiner Karte. Das ist der... Das ist ja witzig. Ist das eine Überrundung? Oder was ist... Mach doch mal einen passenden Gang rein, Knut. Was hältst du davon? Jawohl. Das ist ein McLaren 27S GT3. Nein, das ist nicht. Es ist der Reiter Gallardo. Also der Lamborghini Gallardo von Reiter Engineering. Alles gut, Freundchen. Okay. Da bin ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Pierre Feligioni ist vor mir und hat Bremspunkte wie mit einem Fiat Panda. Car left. Clear left. Das macht Spaß. So Autos überholen und so. Das macht schon Spaß. Diese Schikane bin ich nicht einmal vernünftig durchgefahren. So, Flasher ein bisschen. That's a win. Great job. Well done. Aber wieder keine Hammer-Time-Punkte. Ich muss mal... Ich muss da wirklich mal schauen, was da Phase ist. Was ich da verbrochen habe. Ah, sicher. No time gained. Aha. Track limits. Das ist natürlich, ja. So, das war unser erster Karriereschritt. Meine sehr verehrten Damen und aber auch Herren, Damen, Herren, Herren, Damen. Mit so einem, sage ich mal, relativ durchschnittlichen Ergebnis. Rennen 2 komplett dominiert, keine Fehler. Rennen 1 im Prinzip auch, allerdings leider im Boxenbereich verbaselt, sag ich mal. Warte mal, hier das ganz letzte Stück, wo ich den Lambo überhole. Gucken wir uns mal an.
Da bin ich so ein bisschen ins Straucheln gekommen. Warte mal, wir change Kamera. Ach, sieht das geil aus, oder? Unbelievable. Das ist meine VR-Fahrt wert hier. Ja gut, aber da auf dem Screenshot sieht man ja gar nicht, dass ich... Ach. Warte mal. Wir sind jetzt eh schon über der Zeit. 2 Stunden, Alter. Das ist doch wirklich abartig. Guckt sich doch kein Mensch an, die 2 Stunden. Achtung. Zack, zack. Boah, das ist auch eine coole Kamera hier, ne? Wir bleiben bei unserer. Mhm. So finde ich das richtig gut. Zwapp. Oh, was hat er jetzt gemacht? Jetzt hat er irgendeine Taste gedrückt, die... Freundchen. Machen wir noch eine sicherheitshalber. Okay. Screenshot ist gemacht. Ich bin total sure. Continue Career. Und hoffentlich kann man die Lackierung ändern, weil das macht ja gar keinen Spaß, mit dieser hässlichen Hütte zu fahren. Was haben wir jetzt? Brands Hatch mit leichtem Regen. Performance Test. Progress 21% schon. Difficulty Preset Normal. Das ist anscheinend ein bisschen too less. Let's say too less. Ja, dann gehen wir mal raus und haben unsere Fortschritte entsprechend gezwirbelt. Kann ich denn, warte mal kurz. Kann ich denn, wenn ich hier Singleplayer, kann ich das Auto hier auswählen und verändern? Fragezeichen. Ist das diese Höhle gewesen hier? Aua. Oh, aua. Oder war das diese Höhle? Knut Matthiessen. Spurtermod. Nee, weder noch. Na gut, dann soll es das gewesen sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war schön, das war nice. Das ist eine behinderte Kameraeinstellung übrigens, weil ich bin irgendwie nur... Egal. Ich übe. Ich übe Kameraeinstellung. Ich hoffe, es hat gefallen, wem es zu lange ist. Also mir sind solche Videos ehrlich gesagt auch zu lang. Deswegen gibt es dann immer noch die Timecode-Sprungmarken, sage ich mal, die dabei ein bisschen helfen sollen, die interessanten Punkte im Video zu finden. Automobilista 2 Beta ist ein Update in der Pipe. Warte mal ganz kurz, wie viel... Man kann immer so ein bisschen an den Gigabytes schon erkennen. Oh ja, 1,6 Gigabyte. Ich vermute, der BMW wird kommen für die Beta-Tester. Ihr wisst, welchen ich meine. Ja? Ja. Ey, ihr da. Hallo. Ich meine den BMW 2002 Turbo. BMW 2002 Turbo. Was für... Geile Kiste. Ich bin gespannt. Gleich mal anmachen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, meine lieben Schätze. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben, Abo dalassen, Knut glücklich machen. Wir sehen uns. Tschüss.